Rechtsanwalt Gottfried Niemietz ist für Sie da, wenn Sie Probleme haben und alleine nicht weiterkommen, so wie Rainer und Heidemarie Schröter aus Wolfen. Das Ehepaar soll rund 860 Euro an den Abwasserzweckverband zahlen. Geld, das sie nicht haben, denn die beiden leben von Arbeitslosengeld 2. Und das Jobcenter hat die Kostenübernahme abgelehnt. Ein klarer Fall für Niemietz. Im Garten gibt es für Rainer Schröter und Ehefrau Heidemarie immer was zu tun. Bis 2005 war der Wolfener Filialleiter eines Supermarktes. Dann verlor er seinen Job mit 51 Jahren. Eine Vollzeitstelle hat er trotz vieler Bewerbungen nicht wieder gefunden. Mittlerweile bin ich in einem 1-Euro-Job und mache Energiesparberatung für sozial schwache Haushalte und habe noch nebenbei so einen kleinen 100-Euro-Job zu Verdienst. Da arbeite ich noch als Hausmeister auf einer Bowlingbahn. Auch Ehefrau Heidemarie hat nur einen Minijob. Stundenweise räumt sie Regale in einem Drogeriemarkt ein. Mit dem zusätzlichen Arbeitslosengeld 2 kommen beide gerade so über den Monat. Denn für das Haus, das Rainer Schröter vom Großvater geerbt hat, fallen nur geringe Kosten an. Wir müssen damit über die Runden kommen. Es fällt uns schwer, aber bleibt uns ja nicht weiter über. Doch jetzt fordert der Abwasserzweckverband einen einmaligen Herstellungsbeitrag über 862 Euro für Investitionen in Abwasserkanäle und Kläranlagen. Das Jobcenter hat eine Kostenübernahme abgelehnt. Schröters Wissen nicht mehr weiter. Irgendwie müsste ich das abstottern, weil die Summe ist ja 862 Euro noch was illusorisch hoch. So viel Geld steht mir im Monat gar nicht zur Verfügung. Rechtsanwalt Gottfried Niemietz ist nach Wolfen gekommen, um dem Ehepaar zu helfen. Vorher hat er sich die Unterlagen genau angesehen. Es sind hier jetzt diese Gebühren erhoben worden, auch nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Und insoweit, was für den Fall von Bedeutung ist, handelt es sich um öffentliche Lasten, die an das Grundstück gebunden sind. Und denen Sie ja auch nicht entgehen können. Das heißt, Sie müssen diese einmaligen Ausgaben zahlen. Ich habe mich da auch kundig gemacht im Vorhinein. Also da habe ich auch keine Chance, davon zu kommen. Und innerhalb von 3 Wochen wäre dann die Summe im Stück zu überweisen. Deshalb hat Rainer Schröter auch sofort beim Jobcenter einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt. Doch der wurde abgelehnt. Begründung, es handle sich beim Herstellungsbeitrag nicht um Kosten der Unterkunft. Für Rainer Schröter völlig unverständlich. Wo sollte das sonst denn, wenn es nicht zur Unterkunft gehört? Zu den laufenden Kosten der Unterkunft wie Müllabfuhr oder Abwassergebühren gehört der einmalige Herstellungsbeitrag tatsächlich nicht, klärt Rechtsanwalt Niemietz das Ehepaar auf. Aber er zählt zu den einmaligen Kosten der Unterkunft. Und da hat das Bundessozialgericht eben hier entschieden am 24. Februar 2011, dass auch die einmalig entstehenden Aufwendungen, die tatsächlichen untrennbar mit der Nutzung des Hausgrundstücks entstehen und anfallen, dass die Kosten der Unterkunft sind und grundsätzlich vom Jobcenter auch zu übernehmen. Im verhandelten Fall ging es um Kanalanschlusskosten, wie die später entschied das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt in einem ähnlichen Fall über Straßenausbaubeiträge. Auch die müssen vom Jobcenter übernommen werden, erklärt der Anwalt, solange sie übers Jahr gesehen angemessen sind. Diese 860 Euro, die müssen jetzt durch 12 geteilt werden. Dann hat man den monatlichen Beitrag und dann sieht man, dass dieser monatliche Beitrag ja unterhalb von 80 Euro liegt. Das heißt also weit unterhalb der normalen Miete, die sie gar nicht zahlen. Von da aus gesehen kann man in ihrem Fall schon mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass hier die Kosten erstens grundsätzlich zu übernehmen sind und zweitens, dass sie in ihrem Fall auch angemessen sind, sodass nach meiner festen Rechtsauffassung das Jobcenter ihre Kosten zu übernehmen hat. Ich hoffe, dass es klappt. Ich würde mich ja freuen. Rechtsanwalt Gottfried Niemietz macht sich auf den Weg zum Jobcenter in Bitterfeld. Er konfrontiert Heinz Westphal mit den aktuellen Urteilen. Der lenkt überraschend schnell ein.
Das also korrekt, was Sie darstellen. Und ich muss also an dieser Stelle konstatieren, dass also der Herr Schröter am 4.10. einen Antrag auf besagte Anschlussgebühren beantragt hat, einen Antrag gestellt hat, den wir, auch das muss ich vollständigkeitshalber einräumen, fehlerhaft entschieden wurde. Und deswegen tut es uns also hier auch insbesondere leid, in diesem konkreten Fall für Herrn Schröter, dass wir in der ersten Entscheidung also nicht das Recht dementsprechend angewandt haben. Schröters werden ihr Geld also bekommen. Mit dieser guten Nachricht macht sich der Anwalt auf den Rückweg nach Wolfen. Ich habe das Jobcenter überzeugen können und die werden jetzt ihrem Widerspruch stattgeben und sie werden innerhalb kürzester Zeit den Herstellungsbeitrag überwiesen bekommen. Oh, sehr schön. Schön, ja. Dürfen wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken. Gern. Dankeschön. Dankeschön. Folgende Kosten muss das Jobcenter für Hartz-IV-Empfänger, die ein Haus besitzen, übernehmen. Bei einem selbstgenutzten Eigenheim hat das Jobcenter neben den zur Finanzierung zu leistenden Kreditzinsen auch die anfallenden Nebenkosten zu übernehmen. Des Weiteren sind auch einmalige Aufwendungen zu erstatten, die tatsächlich und untrennbar mit der Nutzung des Hausgrundstücks anfallen, wie zum Beispiel Kanalanschlusskosten oder Straßenausbaubeiträge. Die Angemessenheit der Kosten ist zu messen an den Kosten, die für Mietwohnungen im Jahresvergleich angemessen sind. Wenn auch Sie ein rechtliches Problem haben, schreiben Sie uns an den Mitteldeutschen Rundfunk, Redaktion hier ab 4, Kennwort Niemietz, in 04360 Leipzig. Sie können uns auch anrufen oder eine E-Mail schreiben.